Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SimCity 4 Deluxe. Letztes Mal haben wir uns ja angeschaut, wie wir das irgendwie mit den Zügen regeln könnten. Und heute nehmen wir das mal in Angriff, würde ich sagen. Wir haben einmal hier, was ist das eigentlich noch? Ach, wir haben ja auch noch die Hochbahn. Ugh. Ideal für große Städte mit starkem Pendelverkehr. Aha. Okay. Monatliche Kosten 003 pro Abschnitt. Schienennetze sind gut geeignet für die Beförderung von Fracht und Pendler. Okay, ich würde jetzt einfach mal grob gesagt anfangen mit Güterbahnhöfen. Und da steht ja dran, also hier steht da dran, industrielle Betriebsstoffe können verladen und schnell abtransportiert werden. Das heißt, es würde ja Sinn machen, das irgendwo hier nahe der Industrie zu setzen. Und ich würde sogar sagen, dass wir zwei davon setzen. Ich muss mal kurz gucken. Ich muss mal blöd gucken, wie das aussieht. Und, hä? What? What? Okay. Und wenn ich jetzt hier eine Schiene lege. Das heißt, das ist alles, was er macht. Oder wie muss die Schiene verlegt werden? Das will nicht okay, also. Das wird heftig. Okay, wir haben hier einen Güterbahnhof. Dann könnten wir tendenziell. Das ist eine Feuerwache hier, das ist natürlich mega beschissen. Hier wird man überall durchkommen. Da wird man durchkommen, durchkommen, durchkommen. Das ist alles kein Problem. Ich mach mal kurz auf Pause. So, wir können hier Schienen auch über Eck legen. Also so. Kann ich hier entlang? Okay, kann ich. Wird wahrscheinlich bloß das Problem sein. Irgendwo da ist ja mal eine U-Bahn. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Wenn wir hier durchgehen. Und dann beispielsweise hier oben nochmal einen hinsetzen. So, und ich hätte fast schon gesagt hier. Dazu muss aber die Polizeistation weichen und woanders hin. Die kommt, würde ich mal sagen, ist das eine große? Großes Polizeirevier. Das könnte man hier hinsetzen. Dazu muss aber hier das weg. Also das große Polizeirevier kommt hier hin. Da haben wir 220. Also verwenden wir hier auch 220 oder 200. Flup. Dann setzen wir hier einen Güterbahnhof. Oh, ich lege erstmal die Schienen so. Ja, das muss leider alles weichen. Ah, okay, noch eins vor und dann. Nee, hä?
Doch, so. Genau. Und dann geht's ja hier einmal hier rüber. Es tut mir ja furchtbar leid. Oh nein. U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn. Oh. Und die U-Bahn setzen wir. Oh. Kann ich eigentlich? Das sind wirklich zwei getrennte Sachen. Hochbahnstation. Das sind, okay, das sind zwei getrennte Sachen. Schienen kann ich nur ebenerdig bauen. Okay, alles klar. Okay, dann verbinden wir das dann noch schnell hier hin. Ups. So, der Personenbahnhof ist auch so klein. Der ist aber eins breit. What the fuck? Okay, von mir aus. So, und dann haben wir gesagt, gehen wir hier weg. Hier rüber. So. Hier kommt jeweils der Grünstreifen weg. Perfekt. Oh, hier haben wir dann eine Anbindung nach drüben. Da kannst du auch noch zwischen Brücken hin und her wechseln. So, dann haben wir hier eine Anbindung. Jetzt sind die ganzen Bäume wieder weg. Mein ganzes Geld ist weg. Oh yay. So. Zack, zack, okay. Hier können wir das jetzt auch hin machen. Okay, wie gehen wir denn weiter? Wir könnten hier einen Personenbahnhof einsetzen. So. Ich muss auf der Seite entlang. Gut,
vielleicht, ich weiß nicht, hinkriegen. Okay, muss ich erst... Jetzt ist es weg. Ach Gott, so weit geht es. Boah. Okay. Ist das Wetter weg? Ich könnte kotzen. Boah, dadurch nie im Leben. Doch, tatsächlich. Das Niveau vom Bau ist ungültig. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Was heißt das denn? Wir könnten es auch anders machen. Wir könnten auch hier eine Straße reinziehen. Wo? Jetzt ist das Dreieck schon wieder weg. Ich kann kotzen. Ich hoffe, das geht jetzt. Dass ich das hier noch verbinden kann. Ich hoffe, dass das irgendwie geht. Nicht? Ah, doch. Nicht geeignet, warum nicht? Oh Mann, ey. Mach mal so. Oh, das wird glaube ich nicht gehen. Scheiße. Ja gut, ich habe noch eine andere Idee, aber ob die so funktioniert?
Oh, dazu müssen wir hier einerseits mit dem jetzt nach unten. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Weil es ihm wahrscheinlich noch zu wenig ist. So, und dann könnte es mit der Brücke eng werden. Was ist, wenn wir vorher schon rübergehen? Ich kann hier gar nicht drüber gehen über das Ding, oder wie? Hä? Wieso kann ich mit einer Autobahn nicht über eine andere Autobahn drüber? What the fuck? Oh, super, ey. Oh, nee, ey. Oh, yeah. Okay, halte ich mir mal offen hier. Furchtbar. Oh, okay. So, und wir haben gesagt, wir gehen hier entlang. Jawohl. Reißen wir das nur mal ab. Gelände kann nicht, es kann nicht platziert werden. Wieso scheint das jetzt schon wieder? Wir geben hier gerade richtig Geld aus. Wir haben nur noch 130.000. Oh je. Yeah. Ich überlege gerade, wieso machen wir hier überhaupt diese Kurve rein? Na gut, das war's für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, und bis dahin wünsche ich euch noch was. Bis dann, ciao!